Hallo Freunde des feinen Schmerzes. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Für diejenigen, die mich gerne unterstützen möchten, bei meiner Arbeit mit und an den Bienen, habe ich eine Möglichkeit geschaffen. Ihr könnt gerne Mitglied auf meinem Kanal werden, also nicht nur den Kanal abonnieren, sondern auch gleich Mitglied werden. Ich habe verschiedene Mitgliedsstufen, das geht hin bis zu exklusiven Videos, nur für diese Mitgliedsstufen. Schaut doch mal rein, unten seht ihr den Button Mitglied. Und da könnt ihr mal drauf gehen und eine der Stufen aussuchen. Würde mich sehr freuen und würde mir auch sehr helfen bei weiteren Videos. Aber kommen wir zum Inhalt. So, es wird langsam dunkel. Ich muss mich ein bisschen beeilen. Wir haben den 1. Januar 2024. Und ich sehe mich genötigt, zwei Völker zu öffnen. Ich habe hier den kleinen Ableger, dem ich an sich keine Chance zuordne. Ich habe da auch restliche Bienen von Abideas, die ich aufgelöst habe, reingetan. Jetzt vor ein paar Tagen habe ich oben in den Sichtdeckel habe ich oben noch restliche Waben aus den Abideas, die mit Futter gefüllt sind, habe ich oben reingelegt und habe dabei gehört, dass sie doch relativ laut sind. Sie hatten eine Königin, ich habe den einen reingegeben, als ich sie gebildet habe. Aber sie waren relativ laut und es lässt vermuten, dass keine Königin mehr da ist. Ist nicht immer ein hundertprozentiges Anzeichen, aber es lässt vermuten, dass keine mehr da ist. Jetzt, wir haben 9 Grad jetzt im Augenblick noch. Jetzt könnte ich diesen Ableger durchblättern. Wäre eine Möglichkeit, mich zu vergewissern. Stresst die Bienen sehr. Bringt es sehr in Unruhe, bringt viel Kälte rein, will ich nicht machen. Und wenn ich dann keine Königin finde, wäre der weitere Schritt, ich mache ein anderes Volk auf und hole mir da eine Brutwabe raus. Gib die rein. Ich gehe den kürzeren Weg und zwar werde ich mir jetzt erstmal ein Volk aussuchen, wo ich gesehen habe vor ein paar Tagen, habe euch auch ein Video reingemacht, so ein Video auf meiner YouTube-Seite, dass Völker Pollen eingetragen haben. Ich glaube, ich weiß noch, welches Volk ziemlich stark war im Polleneintrag. Da werde ich jetzt mal reinschauen. Die muss ich aufmachen. Werde ich nach einer Brutwabe schauen, eine Brutwabe entnehmen und einfach hier reintun. Das sehe ich jetzt als die allerbeste Alternative an. Dazu muss ich entweder hier eine Wabe rausnehmen oder nicht. Ich kann eine aus dem Honiglager nehmen, ja, aus dem Wabenlager. Nehme ich mir eine ausgebaute Wabe aus dem Wabenlager und gehe an das andere Volk ran, nehme da erstmal eine Brutwabe raus. Dazu decke ich jetzt hier erstmal ab, dass es schon vorbereitet ist. Noch nicht den Deckel, nur dieses ganze andere Gedöns, dass ich mit einer Brutwabe nicht zu lange im Freien bin, weil wie gesagt, wir haben 9 Grad und die Brutwabe relativ schnell wieder im Volk ist. Idee dabei, dieses Völkchen ist vielleicht weißellos, vielleicht. Will ich es jetzt einfach so auf ein anderes Volk aufsetzen und es ist doch eine Königin da und die waren einfach nur laut, gibt es ja auch, dann gibt es Stress und ich riskiere in dem Fall beide Königinnen. Aus dem Grund möchte ich nicht so einfach aufsetzen, mache ich jetzt eine Brutwabe von einem anderen Volk rein und die haben die Möglichkeit, sich, wenn keine Königin da ist, eine Königin nachzuziehen, dann wird die zwar nicht mehr begattet, aber es ist eine Königin im Völkchen und hält mir die Ammenbienen fern. Bis in 2, 3, 2,5 Monaten wird es wieder so warm sein bei uns, dass ich dann anders agieren kann und das Volk versorgen kann mit einer eventuell begatteten Königin. Haben die aber trotzdem eine Königin und ich mache eine Brutwabe rein, dann werden sie einfach nur durch die Brut verstärkt. Dann passiert nichts weiter. Dann bleibt die Königin. Weil wenn sie eine Königin haben, auch wenn sie unzufrieden sind, machen sie nicht einfach nochmal eine andere Königin. Höchstwahrscheinlich. Sehen wir dann. Aber auf jeden Fall gibt es so die Möglichkeit für dieses Völkchen doch noch zu überdauern. Mal schauen. Ich werde sehen. So, ich habe jetzt hier mal aufgemacht. Man sieht auch, die Bienen sind wie verrückt an den beigegebenen Honigwaben. Ah, die merken, ja, da geht was. Da braucht man Rauch. So, von dem Volk denke ich, dass man eventuell eine Brutwabe ernten kann.
Das Völkchen sitzt oben, so ich das sehe. 1, 2, 3, 4, 5 Wabengassen oben. Mal schauen, wie es in der Mitte ausschaut. Da müssen wir natürlich mit Rauch rangehen, weil das werden sie sonst nicht zulassen. Ja, die sitzen auch bis unten. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wabengassen. Also recht gut bestückt. Dann nehmen wir sie ab. Ich suche erst gar nicht in der oberen Zarge, sondern versuche mein Glück in der unteren. Sind natürlich nervös. Hühnchen. Alles gut. Obwohl, ich glaube, ich sehe hier keine Brut. Bisschen essen. Auch essen. So wie es aussieht, werde ich doch in die obere Zarge gehen müssen. Nehmen doch die obere Zarge. Ich dachte, die hätten die Brut unten. Jetzt müsst ihr raus. Jawohl, so ist gut. Raus, raus, raus. Sag mal. Ja. Also Futter ist genug drin. Vielleicht mal ein bisschen näher. Jo, alles gut. Also direkt hier von oben sehe ich jetzt auch keine Brut. Hier ist nur Essen drin. Ja, höchstwahrscheinlich auch Essen. 2 Kilo, ja. Reines Essen. Oder? Ja, reines Essen. Na, sollten die vielleicht doch keine Brut haben? Oder wieso haben die dann so viel Pollen eingetragen, ist die Frage. Ja, nur essen.
Auch zu schwer. Es dürfte auch nur Essen sein. Essen. Essen. Kein Brot. Ich habe einzelne Brutzellen. Aber keine Brut. Keine offene Brut in den Zellen. Nichts da. Okay. Also nicht das gewünschte Ergebnis. Naja. Dann lassen wir sie aber wieder in Ruhe. Mehr will ich jetzt hier auch nicht dran machen. Ich muss mir ein anderes Volk aussuchen. Tja, so ist es halt. Also mal bei dem Volk nachschauen. Ja, da sitzen auch bis oben hin. 1, 2, 3, 4, 5 und hier noch ein paar, also 5 Wabengassen bis oben hin voll. Wie schaut es mit Futter aus? Oh, massig. Soll ich da erst von oben schauen? Komm, ich schaue von oben. Ja, ich schaue von oben. Ist vielleicht ein bisschen weniger Stress. Ich stress die armen Mädchen nicht gern. Und es gilt auch um diese Jahreszeit die Devise, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. Da ist nur Essen und Bienen. Da ist nur Essen, das ist zu schwer. Ja, voller Essen. Ja, keine Brut. Oder? Ja, schon wieder halb dunkel. Doch, hier sehe ich Brut, aber ältere Rundmaden. Ja, ältere Rundmaden. Junge Brut sehe ich hier keine. Dann müsste aber bald kommen. So wie es ausschaut. Nee. Alles nur Essen. Hier auch. Ah, auch ältere Brut. Hier sind ein paar Rundmaden. Aber sonst nur Essen. Also die Königin war in dem Bereich hier auf jeden Fall vor ein paar Tagen tätig. Da hat sie gewirkt. Sorry, Bienchen. Gedrückt. Ja, Mädels. Ich weiß, ihr wollt nicht gestört werden um die Jahreszeit. Auch nur ältere Rundmaden. Ebenso.
oder? Es ist schon wieder ein bisschen zu dunkel, aber ich habe Gott sei Dank ein Schlüssellämpchen dabei. Nee. Nur ältere Rundmagen. Nee. Schade, schade. Schade, schade, schade. Also hier werde ich auf jeden Fall, wenn oben nichts sitzt, unten reinschauen. Weil da will ein Bienchen stechen. Die krümmt ihr Hinterteil. Das heißt, die will unbedingt stechen. Naja, da hast du kein Glück im Pullover. Komm, geh wieder rein. Vielleicht habe ich ja noch Glück. Auch nur ältere Rundmagen. Mist. Und nur noch essen. So, also ich muss tatsächlich bei dem Volk in die untere Zarge. Da habe ich keine Wahl. Sorry Mädels, tut mir leid. Komm raus da. Ja, so. Jetzt. Mache ich nicht sehr gern. Aber geht nicht anders. Ja, oh, man sieht es auf der Kamera auch schon, dass es dunkel ist. Mal gleich die Optik, die Helligkeit schon gewaltig aus, aber es ist halt schon spät. Also ich hoffe, dass ich hier fündig werde, sonst lasse ich das sein. Da ist nix. Machen hier. Kann man gleich mal von der Seite untersuchen. Nach Brot schauen.
Dunkel, dunkel, dunkel. Ja, komm weg. Nix. Nee. Andersrum. So ist besser. Ein paar rausraufen, das keine Brut zu finden. Wieso haben die so viel Pollen eingetragen? Nee. Versteckt ihr die Brut? Ne. Ne, auch nicht. Okay. Ach, da ist der Drohnenbau. Er hat schon lang weggehört. Da ist wohl ein Volk durchgegangen mit dem Drohnenbau. Nee, auch hier keine Brot. So, jetzt reicht's aber auch. Jetzt reicht's. Jetzt habe ich das Volk genug gestresst. Keine Brut gefunden. Und jetzt soll es auch gut sein. Fangen schon wieder an, die Räume zu schließen. Hier gehört eigentlich die Wabe rein, die haben schon wieder überbrückt, bilden ihre Brücken. Da sind sie sehr schnell.
So, ich habe jetzt zwei Vögel gestresst, jetzt reicht's. Ich lasse es jetzt. Das hätte ich jetzt nicht vermutet, dass hier überhaupt keine Brut ist, weil die haben ordentlich Pollen eingetragen, ihr habt es vielleicht in dem Video gesehen. Ja, muss ich halt jetzt so akzeptieren, dann wird das eine kleine Vögelchen halt einfach so bleiben müssen, mit dem Risiko, dass sie vielleicht drohnenbrütig werden, falls doch keine Königin drin ist. Shit happens, aber dann ist es halt so. So, wieder zurück im Büro und jetzt ist es ganz dunkel draußen. Keine Völker öffnen, wenn es nicht wirklich ein dringender Grund besteht. Das war jetzt ein dringender Grund, das ist im kleinen Völkchen, weil sie so gebraust haben und offensichtlich keine Königin oder vermutlich keine Königin haben, denen doch noch ein bisschen mit Brut unter die Arme zu greifen, das wäre jetzt schon ein wichtiger Schritt gewesen. Ansonsten hätte ich die Völker auf gar keinen Fall geöffnet, weil ich lasse die Völker um diese Jahreszeit komplett in Ruhe, frei nach dem Slogan, so wenig wie möglich, aber so viel wie nötig. War das halt jetzt eben meine Entscheidung, so zu agieren, hat nicht so funktioniert, wie ich es gern gehabt hätte. Ich hätte gern ein anderes Ergebnis gehabt, aber so ist es nun mal. Du machst einen Plan, wenn du an die Bienen gehst und die Bienen machen dir einen ganz anderen Plan. Ist halt so in der Regel. Wenn euch das Video gefallen hat, würde es mich auch wieder freuen. Dann sehen wir uns vielleicht auch wieder im nächsten Bienenvideo.